herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich mega, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Denn heute möchte ich euch mal wieder ein neues Buch vorstellen. Und zwar soll es heute um Der Geist von Richard Layman gehen. Ja, ich habe das ja schon öfter mal gesagt, dass das mein erster Richard Layman ist. Richard Layman zählt ja zu den berühmtesten Horrorautoren. Und da ich noch nie ein Buch von ihm gelesen habe und ich schon einige Zeit um dieses Buch herumstreiche, habe ich mir gedacht, fange ich dann mal mit diesem Buch an. Und ja, bevor wir aber zu meiner Meinung kommen, werde ich euch erstmal nochmal die Eckdaten sagen. Und zwar ist das Buch im Heine Hardcore Verlag erschienen, hat 496 Seiten und kostet neu 9,99 Euro. Und ja, jetzt würde ich sagen, erzähle ich euch nochmal was kurz zu der Story. Und zwar geht es in diesem Buch hier um eine Gruppe Jugendlicher, beziehungsweise eine Gruppe Studenten, die auf einer, ich glaube, Abschlussfeier war das, ein altes Ouija-Brett finden und sie denken sich so, ja, probieren wir es doch einfach mal aus. Und ja, sie bekommen auch schon dann sofort Kontakt mit einem Geist namens Butler. Dieser verspricht ihnen etwas, dem sie einfach nicht widerstehen können, und zwar ist das der Reichtum. Erst hilft er ihnen zu ein bisschen Geld und dann sagt er ihnen, dass auf den kalifornischen Inseln ein alter Schatz verborgen liegt. Die Jugendlichen denken sich natürlich sofort, da müssen wir hin, schnappen sich das Ouija-Brett und reisen sofort los. Im Laufe des Buches lernen wir dann aber auch noch seine Dozentin kennen, der das Ouija-Brett gehört. Als sie erfährt, dass das Ouija-Brett von ihr verschwunden ist, reißt sie den Jugendlichen sofort hinterher. Und ja, was dann da in den Bergen so abgeht und was sie noch so erleben, was es mit diesem Geist auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Buch. Und ja, jetzt kommen wir zu meiner Meinung und ich muss erstmal sagen, es tut mir jetzt leid, was ich über dieses Buch sage. Ich fand, es war kein totaler Reinfall, aber ich habe mir so viel von diesem Buch versprochen. Ich bin ja ein totaler Fan von diesem Ouija-Brett-Gedöns. Also ich finde das sehr faszinierend. Ich würde mich das nie trauen, dass ich selber mal einen Geist rufen würde mit einem Ouija-Brett. Aber ich finde es mega faszinierend. Ich bin ein großer Fan auch von Filmen, wo dieses Thema drin vorkommt. Also die Ouija-Filme, wo es auch zwei Teile von gibt, finde ich auch mega, mega gut. Ich finde es sehr faszinierend. Und deswegen habe ich mich auch sehr auf dieses Buch gefreut und habe es dann als Rezensionsexemplar beim Heine Hardcore Verlag angefragt. Erstmal danke nochmal, dass dieses Buch zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, ich habe dann direkt angefangen zu lesen. Im Übrigen gibt es zu diesem Buch auch noch ein neues Format auf meinem Kanal. Und zwar den Reading Sunday, da habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen. Und wenn ihr im Anfangsstadium herausfinden wollt, wie mir dieses Buch gefallen hat, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke es euch natürlich in der Infobox. Und ja, ich habe, wie gesagt, angefangen, dieses Buch zu lesen. Und ich war echt überrascht. Ich kam sofort gut in dieses Buch rein. Und habe gedacht, das könnte eine sehr, sehr spannende Story werden. Aber so war es im Endeffekt doch nicht. Ich finde, dass Richard Layman sehr viel Erotik in dieses Buch hier hineingepackt hat. Weswegen es auch einige Längen hatte, wo ich mir gedacht hätte, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Aber dann gab es wieder so Stellen, die mir sehr gut gefallen haben. Da, wo dieses Thema des Geistes auch wieder sehr in den Vordergrund gerückt war. Das hat mir wieder sehr gut gefallen. Es war auch wieder sehr spannend. Aber dann gab es auch wieder ein paar Sachen, die mich gestört haben. Zum einen gab es ein paar Logikfehler in diesem Buch. Ich meine, hallo? Muss eine Dozentin ihren erwachsenen Schülern wirklich hinterherreisen, nur weil ihr das Ouija-Brett gehört? Also da habe ich mich auch gefragt, ob das wirklich so hätte sein müssen. Aber wirklich die ein oder andere Stelle, dann auch zum Schluss hin, war wieder sehr, sehr spannend, weshalb ich diesem Buch im Schluss endlich, ich glaube, 3 Sterne gegeben habe. Und ja, ich würde jetzt, glaube ich, ich kann es jetzt noch nicht ganz vergleichen, aber ich würde dieses Buch, glaube ich, keinem empfehlen, der mit Richard Layman anfangen würde. Also ich habe mir auch viel, viel mehr davon versprochen. Aber ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Denn der Schreibstil an sich hat mir sehr gut gefallen. Und es gibt ja genug Leute, die Richard Layman geradezu vergöttern. Deswegen möchte ich es gerne nochmal mit einem anderen Buch von Richard Layman versuchen, damit ich einen direkten Vergleich habe. Und bin gespannt, was dann noch so auf mich zukommen wird. Wenn ihr dieses Buch hier schon gelesen habt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat.
Mich würde mal eure Meinung interessieren, ob ihr dieses Buch vielleicht besser fandet als ich, ob es jetzt im Endeffekt an mir lag oder was auch immer. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!